Herzlich willkommen hier auf dem Channel Flo, der YouTuber. Heute geht es um die Pants von der Firma DM. Besser gesagt um DM ihre Eigenmarke, und zwar um die DM Babylof Pants in der Größe 6. Die letzte Veränderung von den Pants habe ich leider verpasst, ein Video drüber zu machen. Aber jetzt habe ich ein Video für euch. Und zwar, es hat sich mittlerweile einiges verändert. Sie haben nicht nur die Kanäle, sondern vor allem auch einen ganz anderen Stretch. Einen sogenannten 360-Grad-Stretch. Soll bequemer sein und so weiter. Kann ich nicht nachvollziehen, denn mir passt die neue DM Babylof Pants nicht. Ich war von der alten so begeistert. Und daher werden wir das jetzt mal in dem Video so machen, dass ich mit der alten vergleiche. Wir fangen aber erstmal mit der neuen an. Ja, die neue hat tatsächlich auch zwei Motive. Das erste Motiv ist mit dem Esel, der wo den Ballon hält. In dem Ballon steht die Größe drinnen. Und dann sind so Wolken und Kleeblätter. Auf der Vorderseite guckt uns der Esel an und auf der Rückseite, also hinten an der Pants, dreht uns der Esel quasi den Rücken zu. Das zweite Motiv ist mit Gras oder mit so, ja, soll Gras darstellen, mit dem Esel und mit dem Schaf, was leider dank des neuen Stretches leider etwas schwer erkennbar ist. Und auf der Rückseite sind es zwei Schafe und ein Esel, und natürlich auf der Rückseite befindet sich auch der Klebestreifen. Ja, der Stretch hat sich komplett geändert. Es ist jetzt quasi ein Stretch wie bei der Pampers Baby Dry Pants. Da oben habt ihr ein Video zur Größe 7, könnt ihr euch ja mal rein anschauen. Optimal gehen die Pants von DM von 68 cm bis maximal 79 cm. 79 cm ist auch wirklich schon das absolute Maximum. Die früheren waren bei 80 cm, also da hat sich nicht wirklich viel verändert. Auch vom Preislichen her sind wir gleich geblieben. Da sind wir bei 4,65 €. Auch die Stückzahl ist gleich geblieben, 18 Stück. Auch die Kilo-Angabe ist gleich geblieben, von 18 bis 30 Kilo. Aber der Saugkern hat sich verändert. Nicht nur, wie gesagt, dass wir Magical Pots haben. Nein, wir haben mittlerweile auch einen geringeren Saugvolumen. Maximal nämlich 300 Milliliter. Da merkt man die Nässe aber definitiv schon deutlich. Früher waren wir bei 450 Milliliter. Was mir deutlich besser gefallen hat, da sie mir auch noch gepasst haben. Wie gesagt, die jetzigen passen mir nicht. Obwohl der Saugkern ein bisschen dicker geworden ist, haben wir weniger Saugleistung. Lässt sich natürlich so erklären, da ist wahrscheinlich mehr Zellstoff drin als Superabsorber oder ähnliches. Naja, mehr kann ich auch zu DM Babylof Pants nicht mehr sagen. Außer, das war's von mir und Taylor, der wo, keine Ahnung warum, auch immer so gerne vor der Kamera hockt, mit mir, wenn er sich mal so fotogen verhalten würde, wenn ich ein Bild von ihm machen würde, wäre es geil. Da will er nämlich abgrundtief nicht. Mehr kann ich auch nicht sagen, außer hier habt ihr das Video zur Pampers Pants in der Größe 7. Hier drüben habt ihr einen Link zum Stoffwindel-Kanal. Und hier drüben habt ihr von den Reborns die Playliste. Und damit bin ich raus. Euer Flo, der YouTuber, sagt ciao.